Ist völlig fertig. Ich muss jetzt ein kurzes Heilchen machen. Jetzt siehst du mich. Boah. Was habe ich gemacht? Du hast aufgehört. Noch mehr? Ja. Quentin auch. Quentin Nein, da geht der Teppich von kaputt. Quentin runter. Quentin, du bist zu schwer mit deinem 40 Kilo. Komm. Quentin ab. Pass auf mit der Kleinen da. Komm her. Komm her. Komm her. Und ab. So. Du bist zu schwer. 40 Kilo. 1, 2, 3. Moin. Komm, Penny! Oh. Hier, bleib mal nicht auf die Straße, lauf hier weiter. Komm! Unser Samstagsvormittagsspaziergang. Macht die Puppe Eier? Ja. Ja? Machst du aber toll. Oh. Gehst du ganz toll mit der Puppe spazieren? Ja. Ja. Was, Aua? Wir haben Samstag, draußen regnet es wie bekloppt und ich mache jetzt gerade Mittagessen. Heute gibt es Tomatensuppe. Ich habe es gestern irgendwie gar nicht geschafft, zur Post zu fahren, ganz schlimm. Deswegen bin ich heute Morgen direkt zur Post und habe das Paket weggebracht und war einkaufen beim Türken und habe Tomaten gekauft, leckere und Basilikum. Und jetzt gibt es Mittagessen. Dominik und die Kinder sind im Kinderzimmer und spielen. Die Lamia ist gerade von ihrem Mittagsschlaf wach geworden. Boah, ich habe den ganzen Vormittag da gesessen, Videos von denen zu schneiden und unseren Vlog. Das ist ganz schön viel. Jetzt habe ich 4 Videos geschnitten und jetzt bin ich fertig. Jetzt mache ich Essen und kann ja schon wieder arbeiten gehen. Ja, ich soll heute auch wieder arbeiten kommen, weil er hatte vergessen, dass mein Kollege im Urlaub wohl ist und hatte mich dann gestern gefragt, ob ich heute kommen könnte. Und da habe ich gesagt, ja, sie geht, ich komme. Und dann muss ich heute auch wieder um 5 Uhr arbeiten. Und Mittwoch soll ich auch kommen. Und ich denke dann auch Freitag auch. Ich war gestern bis 11:30 arbeiten. Bis 11:30. Von 5 bis 11:30. Boah, als ich zu Hause war, war ich fertig mit der Welt. Und heute sind wir alle um 8 Uhr und die Kinder haben gestern geschlafen. Und ja, wie gesagt, ansonsten schön gefrühstückt und nicht viel gemacht. Ich glaube, ich sehe auch voll fertig aus. Auch so ein bisschen gammelmäßig hier mit gemütlichen Cardigan, aber irgendwie ist mir trotzdem noch ein bisschen kalt, aber kann sein auch, dass ich Hunger habe, dass deswegen ist. Auch heute vegetarisch ohne Fleisch. Jo. Und ansonsten Tomatenmark brauche ich und Wasser. Jo. Oh, wo sind die Mädels denn? Da! Wir essen gerade Eis. Ne, ich hab einen Split. Möchtest du mal einen Split? So Spaß. Wir kneten hier. Ich hab's aber echt gegessen. Echt? Hast du echt dran gelutscht? Hallo? Mir auch? Ich stelle euch mal hier hin. Sieht man das überhaupt, was wir dann machen? Papa auch? Papa auch? Papa auch? Gib mal einen Split. Oh! Nee, ich möchte auch einen Split machen. So. Aber
Schneechaos am Niederrhein. Ja, das heißt Chaos, das ist jetzt gelogen, aber wir haben 2 Grad, fängt jetzt leicht an zu schneien und wir sind auf dem Weg zum Metro, sind aber jetzt da, fahren jetzt von der Autobahn runter. Ich habe die beiden Kiddies hier an Bord. Meine Nase juckt, ich muss gleich niesen. Danke! Ja. Jetzt fängt es langsam an zu schneien hier. Rosi muss gleich arbeiten. Ich muss noch mal niesen. Danke. Es schneit doch schon. Guck mal nach draußen. Weiß ich nicht. Ach klar. Das Auto hier ist eine Maschine. Er kommt überall durch, wenn er will. Wir müssen ja nicht über die Autobahn zurückfahren, wenn du nicht möchtest. Bis dann. Ja, können wir über Land fahren, ist auch okay. Aber wir haben 2 Grad, da passiert nichts. Da bleibt nichts liegen oder so. Oder liegen vielleicht schon, wenn es jetzt mehr anfängt zu schneien, aber zum Liegen bleiben ist es zu nass eigentlich. Ich glaube nicht, dass. Sie singt das Lied. Ja. Ich glaube nicht, dass das liegen bleibt, bis wir zu Hause sind. Du kannst Glück haben, wenn es weiter schneit, dass du, wenn du morgen früh aufstehst, dass dann Schnee liegt. Darf ich denn rausgehen? Ja klar, können wir morgen Schneemann bauen. Aber wird schon mehr, guck mal. Komm richtig weit runter. Ja, ich glaube, da ist auch eine Menge Regen mit bei, ne? Gucken wir mal, wenn wir aus dem Metro rauskommen. Ja, ja. Wenn wir aus dem Metro rausgucken, gucken wir einfach mal, wie der aussieht. Vielleicht haben die Leute jetzt im Moment Angst zu fahren oder so, aber glaube ich nicht. Noch ist ja nichts. Wie Angst zu fahren? Ja, viele Leute kriegen ja Angst, wenn es anfängt zu schneien oder so. Oder ja, dass es glatt wird oder sowas. Alles hat los. Nee, wir haben 2 Grad. Aber das ist zu wenig Schnee und zu viel Regen dabei, dafür, dass es liegen bleibt. Cool. Und auch nicht kalt genug dafür, dass es friert. Also normalerweise. Papa, guck mal, wie cool. Bei Metro ist das. Weißt du, was ich viel cooler finde? Hier an der Metro ist so eine Billigtankstelle. Die tankt tatsächlich für Diesel 89 Cent an. Ist das cool? 89 Cent? Das ist verdammt günstig, wenn man bedenkt, dass Diesel vor einem Jahr oder vor 2 Jahren mal auf dem Preis von 1,40 war. Papa? Ja? Parken wir draußen? Nee, wir gucken, dass wir unter dem Dach parken können. Draußen nicht? Dann parken wir draußen. Ach, guck mal, viel ist nicht. Das sieht nur aus, wenn du fährst, weil so viel gegen die Scheibe klatscht. Dann sieht das aus, als wenn es... Oh, das ist ja bei uns hier am Niederrhein. Schneit ja ganz, ganz selten. Und die Leute denken immer, wenn es ja einmal schneit, so ein bisschen, so ein paar Flocken runterkommen, dass ja sofort die Krise ausbricht. Metro? Ja. Such mal einen Parkplatz. Ich mach schon mal aus. Wir sehen uns in der Metro wieder. Hallo, meine Hübschen. Wir haben jetzt 11:15 Uhr, ich bin zu Hause und habe eben die Spülmaschine ausgeräumt und wieder neu eingeräumt, weil Dominik die netterweise schon angemacht hatte. Und guck mal, wer wach ist. Wer hier sitzt und wach ist. Hallo, mein Schatz. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Meine Süße. Ja, die war wohl, also die hat schon geschlafen eigentlich, aber die ist wohl schlecht eingeschlafen, hat Dominik gesagt. Vermisst die Momo. Irgendwas hat wohl gefehlt beim Gute-Nacht-Sagen. Und als ich da reingekommen bin, habe ich nur gehört, wie die gesagt, Mama, Mama. Und es hat mein Herz so berührt. Ja. Yeah.
hast ihn runtergeholt. Hast du die Mama gerufen? Ja. Papa. Papa ist Pipi machen. Ja, das kommt weg. Genau, Mama, weg hier das Ding. So. Ja. Mama. Heute musste ich nicht so lange arbeiten. Ja, mein Schatz. Willst du dich verstecken? Ja. Ja? Dann geh mal, versteck dich. Versteck dich, hier. Versteck dich. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Muss ich verstecken? Versteck dich. Ja. Ja, mach. Wo ist die Lamia? Ja. Ja, mach. Mama. Ich zähle. Eins. Zwei. Papa. Okay, Papa? Ja. Soll ich auch zählen? Ich such dich. Versteck du dich. Eins, zwei, versteck dich schnell. Drei. Mama, guck, wo ist Lamia? Fünf. Mama, Mama, ich bin der Hallo. Ah, zusammen verstecken. Oh, Quentin. Wo ist die Lamia, Quentin? Wo ist die Lamia? Ich war jetzt gerade auch noch eben bei Joanna und ist so süß eingeschlafen. Ja. Total putzig. Zwei, drei. Buh. Mama. Ja, mein Schatz. Hallo. Hallo, Quentin. Innen. Nase, Papas Nase. In den auch. Quentin hat auch eine Nase. Ja, ja. Zeig mal deine Nase, Quentin. Diese Nase, ne? Ja. Sag mal tschüss, bye bye. Sag mal bye bye. Sag mal gute Nacht. Aber schlaft gut. Die denkt so, warum soll ich jetzt gute Nacht sagen? Und vor allen Dingen, warum soll ich tschüss sagen? Wem? Wir machen Buh. Wir machen Buh. Eins, zwei, drei. Buh!